Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Büchermonat Juli. Wir werfen einen Blick zurück in all die wunderbaren Bücher, die ich im letzten Monat gelesen habe. Da es diesen Monat auch wieder relativ viele Bücher geworden sind, teile ich das Video wieder in zwei Teile, weil ich glaube einfach, dass es auch für den Zuschauer, für euch schöner ist, wenn man einfach nicht geballt mit einem, keine Ahnung, eineinhalbstündigen Video vollgedröhnt wird, sondern dass eben so in zwei Häppchen sozusagen hat. Ja, es sind diesen Monat 15 Bücher geworden, wieder unglaublich. Ich frage mich dann auch im Nachgang, wie ich das geschafft habe. Aber ja, es gibt kein Game of Thrones mehr im Fernsehen. Wobei Ende Juli ging es dann wieder ein bisschen los mit der ersten Staffel auf Sky. Aber ja, man spürt einfach, dass man sich jetzt wieder so ein bisschen auf das Eigentliche im Leben besinnen kann, nämlich das Lesen. Nein, also es sind 15 Bücher geworden mit insgesamt 5036 Seiten, macht einem Durchschnitt von 163 Seiten pro Tag. Ist ein bisschen weniger als im letzten Monat, aber auf jeden Fall wirklich noch toll und es waren auch wirklich ganz, ganz tolle Bücher dabei. Ich werde jetzt im ersten Teil des Videos die ersten 7 Bücher zeigen. Und zwar waren da ja ein Flop und ein Highlight dabei. Ich gucke gerade mal auf meine Liste. Und ich denke, wir legen einfach direkt los. Das werden jetzt hier wieder diese Videoclips, wie ich sie immer schon während des Monats sozusagen drehe. Meine Güte, mir fehlen heute die Worte. Während des Monats drehe eben diese Videoclips direkt im Anschluss des Lesens, in der Regel am gleichen Tag oder am nächsten. Und wir legen jetzt los mit Buch 1 bis 7. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das erste Buch im Juli ist Sommer für immer von Pagetoon, erschienen im Krüger Verlag, hat knapp 400 Seiten und kostet als broschierte Ausgabe 14,99 €. Habe ich zusammen mit der lieben Miriam von MJ Liest gelesen und wir haben uns beide unglaublich auf das neue Buch von Pagetoon gefreut. Es geht um Laura, eine Frau Ende 20, ist verheiratet, frisch noch verheiratet, ich glaube noch kein Jahr, glaube ich ein halbes Jahr. Und wir treffen sie an auf einer Reise mit zwei guten Freundinnen Richtung Key West. Und der Grund der Reise ist, dass ihr Mann sie in der Nacht vor der Hochzeit mit einer anderen Frau betrogen hat. Und sie es jetzt eben herausgefunden hat, dass diese Frau jetzt auch noch schwanger ist von ihrem Mann und er sie im Grunde betrogen hat. Und die Freundinnen wollen sie eben auf andere Gedanken bringen. Und wo klappt das besser als im Grunde in Florida? Ja, dort trifft Laura auf Leo, einen Tauchlehrer, Bootsführer, Fahrer, was auch immer. Und zwischen den beiden scheint es gewaltig zu funken. Und Laura versucht eben mit dem Fehler ihres Mannes irgendwie umzugehen, merkt aber relativ schnell, sie kann ihm das einfach nicht verzeihen. Sie kann dieses Leben wahrscheinlich nicht leben und entscheidet sich daher erst einfach mal in den USA zu bleiben und möchte von dort einiges regeln. Da ist aber so recht keiner damit einverstanden, egal ob es ihre Eltern sind, ihr eigentlicher Mann Matthew selbst oder auch sogar ihre Freunde. Keiner versteht, was in Laura vorgeht und bis sie irgendwann wieder nach Hause reisen müsste, sollte, könnte. Ja, ich habe mich sehr auf Pagetoons Buch gefreut. Es ist für mich immer ein Sommerhighlight. Ich lese die Bücher von Pagetoon unglaublich gerne. Ich habe alle da, ich habe alle gelesen und bin wirklich ein großer, großer Fan. Leider von diesem hier nicht. Sommer für immer ist für mich das schlimmste Buch von Pagetoon und auch allgemein wirklich ein ganz, ganz schreckliches Buch, weil ich die Charaktere nicht verstanden habe. Angefangen von Laura, die dieses Hin und Her zwischen Leo und ihrem Nochmann hat und eigentlich nicht so richtig weiß, was sie im Leben will. Und das kann man vielleicht sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Aber diese ganzen Charaktere drumherum, sei es ihre Eltern gewesen, sei es ihr Mann, der sie betrogen hat, der sich jetzt aufspielt, als hätte er überhaupt nichts Schlimmes gemacht, sei es ihre Freundinnen, die irgendwie nicht auf ihrer Seite sind und auch was da eben um die Freunde rum und Familie von Leo passiert, das sind so Dinge, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Also im Grunde ist ja Matthew, also ihr Mann, eigentlich der, der einen Fehler gemacht hat. Und in dem ganzen Buch geht es ständig darum, was sie gerade für einen Fehler macht. Und sie soll gefälligst nach Hause kommen. Das Vergebungsfenster ihres Mannes ist nicht mehr lange offen, wo man sich nur fragt, hallo?
Warum? Warum soll sie sich für irgendwas entschuldigen, dass sie dort bleibt und sich vielleicht verliebt hat oder was auch immer? Sie hat ihm 100.000 Mal gesagt, dass es vorbei ist. Das soll er eben einfach hinnehmen. Und es ist einfach alles so absurd. Auch wie sich ihre Eltern verhalten und die, oh, es war einfach schrecklich. Vom Stil her, es waren Page-Toon, wie man ihn gewohnt ist. Man ist sehr schnell durch die Geschichte durchgekommen. Man wollte auch wissen, wie es weitergeht. Aber sowohl Miriam wie ich saßen ganz oft, das haben wir uns über WhatsApp eben auch ausgetauscht, ganz oft vor diesem Buch und haben nur Kopf geschüttelt. Also ich fand es wirklich nicht schön, wie Charaktere gezeichnet wurden. Und es ist ja hier eher schon ein erwachseneren Frauenroman, sage ich mal. Also eben für Frauen um die 30, mit 20. Wir haben ja auch keine jugendlichen Charaktere, die diese ständige Hin und Her haben, wie man es ja oft aus Jugendbüchern kennt. Was ich ja immer bemängel, dass ich eben nicht so ticke und eben auch dann eben diese jungen Mädels immer nicht so verstehe, aber hier haben wir eine Endzwanzigerin und die verhält sich wie 18 oder noch jünger oder wie 16 und das hat für mich nicht gepasst und das schafft Page-Toon eigentlich auch, dass eben die Charaktere so handeln und so denken, wie man es eben von ihrem Alter dann auch erwartet und ich habe es hier nicht verstanden und das war wirklich was sich durch das ganze Buch gezogen hat. Dann gibt es eine Wendung gegen Schluss, wo man so denkt, die passiert jetzt auch nur, damit sie passiert und das hat sich einfach so unecht angefühlt. Auch das ganze Ende war dann irgendwie... Ich weiß es nicht. Also mir hat es leider nicht gefallen. Das einzig Gute war halt wirklich, dass man wieder so ein bisschen Feeling hatte, wie es so in Florida sein kann. Man hat so ein bisschen das Meer vor Augen gehabt, man hat die Wellen gehört. Hier drin spielt auch Tauchen eine große Rolle, was mir als Taucher und Schnorchler eben auch sehr gefallen hat. Und das war so das Feeling, was ich toll fand. Das hat mir unglaublich gut gefallen und das schafft Page-Toon auch. Aber die Charakterzeichnung und Entwicklung war hier wirklich so grottig und ich konnte es einfach nicht verstehen und ich konnte wirklich nur, ja, Kopfschütteln. Man sitzt dann wirklich vor dem Buch und denkt sich, nee, nee, nee. Und nachdem es Miriam ähnlich ging und ich schon dachte, Gott sei Dank, ich bin nicht allein mit meinem Gedanken, ja, liegt es tatsächlich nicht alleine an mir, sondern wir beide haben uns da wirklich wunderbar ausgetauscht und ihr werdet es, denke ich, bei Miriam dann bestimmt auch sehen im Video. Ich packe ihren Kanal natürlich unten in die Infobox und... Nein, leider kein guter Start in den Monat. Eine kleine Kurzgeschichte von Stephen King wurde auch von mir gelesen. Und zwar Autopsieraum 4, eine Kurzgeschichte, die im Rahmen dieses Montag ist King-Tag vom Heine Verlag wöchentlich eine Kurzgeschichte erscheint. Und das war jetzt, glaube ich, Folge 26, ist eine Kurzgeschichte, die um den Anfang der 90er von Stephen King veröffentlicht wurden. Allerdings nicht im deutschen Raum, sondern eben nur in der Originalsprache in den USA. Ja, Autopsieraum 4, man weiß in etwa schon, wo man sich aufhält, nämlich in einen Autopsieraum und dort liegt ein Mann und ja, in dessen Körper Gedanken sind wir und er fragt sich, woran weiß ich, dass ich tot bin? Ich war es ja noch nie. Und ja, viel zu viel kann man nicht erzählen, außer dass wir eben bei einer Autopsie dabei sind und eben erleben, was der Mann denkt. Und wie er eigentlich versucht, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Die Geschichte, sie war natürlich kurz, ich glaube mit ein bisschen was über 70 Seiten, ist aber unglaublich bedrückend. Also man spürt richtig, wie man selbst denkt, oh Gott, in welcher Situation, was ist da, was passiert da mit dir, bekommt man das wirklich mit? Ja, wie macht man sich bemerkbar, warum kann er sich nicht bemerkbar machen oder was auch immer, fühlt es sich so an, im Grunde tot zu sein. Und es gibt wunderbare Dialoge zwischen diesen beiden, die Autopsie durchführen und er sozusagen einfach ja, nur zuhören kann und nicht mitsprechen kann oder sich bemerkbar machen kann. Und es war unglaublich beängstigend, auch beengend und ja, Stephen King hat es einfach geschafft, auf diesen kurzen Seiten eine ganz komische Atmosphäre zu erschaffen, also komisch im Sinne von beklemmend und es gibt dann auch eine Wendung, die ich total überraschend fand und ich wirklich so da saß, erstmal so einen Moment sprachlos und dachte mir, okay, und unglaublich. Also er hat es auf diesen kurzen Seiten geschafft, mich in den Bann zu ziehen. Ich habe die Kurzgeschichte in einem Rutsch weggelesen, was natürlich bei 77 Seiten jetzt auch nicht so die große Kunst ist. Aber es war unglaublich, dass Stephen King es wirklich schafft, auf wenigen Seiten eine Atmosphäre zu bieten, zu schaffen, darzustellen, die einen so mitnimmt, einen also wirklich sich anfühlt, als wäre man selbst dieser Mensch, der gerade in diesem Autopsieraum liegt und ich fand es ganz gruselig. Also ich fand es richtig, wo ich dachte, Steffi, atmen, atmen und es war
Ja, es war wirklich ganz, ganz toll. Es ist leider nur eine Kurzgeschichte. Ich bin ja nicht so der größte Fan von Kurzgeschichten, aber Stephen King, also ich glaube, von diesen Kurzgeschichten werde ich mir noch die ein oder andere holen. Für 99 Cent ist das ja auch absolut kein Preis. Und ja, man kann einfach mal so ganz kurzen Grusel und Beklemmung fühlen und oh, unglaublich. Der erste Sonnenstrahl von Cynthia Lindner ist Anfang Juni erschienen, hat etwas um die 300 Seiten und kostet aktuell als E-Book 99 Cent. Beziehungsweise, wenn wahrscheinlich der Büchermonat online geht, ist es wahrscheinlich beim regulären Preis von 2,49. Die Hardcover-Variante, glaube ich, über 20 €, das Taschenbuch um die 15 €. Ja, ich muss zum Cover, glaube ich, gar nicht viel sagen. Das finde ich wirklich wunderschön. Und was geht es in der Geschichte? Wir treffen auf Ari, ein 16-jähriges Mädchen, hat gerade die Zauberschule geschafft, bekommt ihre Feenflügel und hält sich für kein besonderes Mädchen. Doch dann spricht Gabrielle, die frühere Wächterin der Sonne, mit ihr und verkündet ihr: Ja, du bist doch etwas Besonderes, denn du bist meine Wiedergeburt, du bist die neue Wächterin der Sonne. Und du musst die Wächterin des Mondes finden, um dann eben den bösen, bösen Damien Black, glaube ich, hieß er, ja, wieder zu bannen, denn der möchte nur Böses und möchte die Welt vernichten. Zusammen mit ihren Freunden macht sie sich nun auf den Weg, die Wächterin des Mondes zu finden und trifft dort auf allerlei Fantasy-Wesen, die wir eben ja aus anderen Fantasy-Geschichten kennen, von Vampiren über Meerjungfrauen, über Drachen. Wir treffen auf Seelenfresser und ja, ihre Aufgabe ist es, ja, die Wächterin des Mondes zu finden, um dann eben tatsächlich das Böse wieder einzudämmen. Eine sehr, sehr kreative und fantasievolle Geschichte mit tollen Beschreibungen zu den Charakteren und den Wesen, die wir treffen, zu den Gegenden, in denen wir uns befinden, und eine wirklich spannende Reise durch diese wirklich kreative Welt. Das ist wirklich unglaublich, was da drin alles steckt, welche Kreaturen uns über den Weg laufen, welche Geschöpfe, wie toll die dargestellt werden, wie toll man sich die wirklich vor Augen vorstellen kann, fand ich grandios. Es waren tolle Beschreibungen, man hat wirklich Bilder im Kopf gehabt und fand ich wirklich unglaublich gut. Und durch die vielen Dialoge, die es in der Geschichte gibt, ist das eine sehr lebendige und lebhafte Geschichte, durch die man unglaublich schnell durchkommt und man liest und liest und liest und merkt gar nicht, wie viele Seiten man geschafft hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Was ich ein bisschen schlecht fand, waren, dass unglaublich viele Charaktere hier drin auftauchen und auch noch wichtig sind, mit sehr, sehr kreativen Namen versehen sind und man sich irgendwann einfach gar nicht mehr merken kann, wer ist eigentlich wer und war der wichtig, war der schon mal da. Da habe ich mir tatsächlich sehr, sehr schwer getan, weil mir es persönlich dann tatsächlich zu viele Charaktere wurden und auch in den einzelnen Geschichtssträngen sozusagen so viele aufgetaucht sind, dass man manchmal einfach den Überblick verloren hat, wer da eigentlich wer ist. Und das war wirklich so, wo ich immer dachte, habe ich jetzt was verpasst? War das jetzt nochmal ein Vampir oder eine Meerjungfrau? Und ja, daran ist aber natürlich auch die Namensgebung, die eben auch sehr kreativ ist, so ein bisschen Mitschuld. Also das, was auf der einen Seite sehr positiv ist, ist bei den Namen für mich persönlich eher ein bisschen negativ, weil mit manchen Namen, die waren einfach so uneinprägsam, dass man gar nicht wusste, welchen Hintergrund hat der Name und man es dann einfach nicht mehr greifen konnte. Die Sprache ist sehr jugendlich, das fand ich auch okay. Es ist eben ein Jugendbuch und da kann man natürlich jetzt keine extremst, ich sag mal, erwachsene Sprache einfach erwarten. Ich fand es aber in Ordnung. Ich mochte auch die zarte Liebesgeschichte, die nicht so kitschig war, sehr, sehr gerne, was ja sonst in Jugendbüchern eher negativ für mich auffällt. Das fand ich hier sehr positiv dargestellt und ich mochte eben auch einfach Ari, die als Charakter unglaublich stark war und genau wusste, was sie wollte und das ja auch eher untypisch ist für ein Jugendbuch, fand ich aber unglaublich gut und für einen Debütroman tatsächlich sehr gelungen, weil mir einfach die Kreativität dieser Fantasy-Welt unglaublich gut gefallen hat und das wirklich die große Stärke in der Geschichte ist und gerade das E-Book zu dem Preis finde ich absolut unschlagbar und ich freue mich natürlich, dass ich das Hardcover-Buch bekommen habe sozusagen von der Autorin, also von meiner Schwester, und kann das Buch wirklich empfehlen. Wer Jugendbuch mag, wer Fantasy mag, wer Urban Fantasy mag, ist hier absolut richtig und dem wünsche ich auch viel Spaß beim Lesen. Lange drauf gefreut habe ich mich auf Gläserne Schwert von Victoria Afyard, der zweite Teil
der die Farben des Blutes Reihe. Letztes Jahr die Rote Königin und dieses Mal kommt das Buch aus dem Carlsen Verlag im wunderschönen Blau-Silber daher. Ist Anfang Juli erschienen, wurde mir vom Carlsen Verlag zur Verfügung gestellt. Kostet als Hardcover 21,99 und als E-Book 14,99 und hat 576 Seiten. Es ist also echt ein Brecher. Ja, zur Story kann man nicht allzu viel sagen, denn ist natürlich ein zweiter Teil. Grundsätzlich geht es in der Geschichte um Mare, die bei den armen Roten lebt und auch eine arme Rote ist, dann per Zufall auf den Kronprinzen Cal trifft, der sie an den Hof holt und sie soll dort im Grunde arbeiten, bevor sie eben zur Armee eingezogen wird, denn die Bevölkerung befindet sich mehr oder weniger im Krieg. Doch eines Abends entdeckt man bei einem Essen, dass Mare keine normale Rote ist, sondern ja scheinbar silberne Kräfte hat, denn die Silbernen sind ja im Grunde die Königen, die Adligen, die Reichen und eben die besonderen Menschen, die etwas können, wie zum Beispiel Feuer entstehen lassen, Gedanken lesen, Gedanken verändern und mehr, ja, sie kann Blitze entstehen lassen und diese auch ja, im Grunde benutzen, wenn man so möchte. Ja, sie erfährt dann dort am Hofe, als sie jetzt eine Silberne ausgegeben würde, dass es irgendwo auch noch eine Revolution gibt und dass die Roten sich im Grunde wehren gegen die Silbernen und es eben diese scharlachrote Armee gibt, die ja jetzt im Grunde gegen die Silbernen auch vorgeht. Und mehr steckt mittendrin. Und so geht es im Grunde auch im zweiten Band weiter. Die Grundgeschichte bleibt natürlich dieselbe. Das zweite Buch geht direkt nahtlos an dem ersten weiter. Der erste hatte ja einen doch recht gemeinen Cliffhanger und ja, es geht hier nahtlos, wie ich gesagt habe, weiter. Man hat sofort wieder den Faden aufgefangen, man ist sofort wieder in der Geschichte. Es ist unglaublich spannend, es ist eine tolle Dystopie, es ist eine sehr schöne Idee, wie das mit dieser Rassentrennung im Grunde hier dargestellt wird. Was anderes ist es ja nicht, wozu Menschen fähig sind, Intrigen, Bösartigkeiten und wie grausam einfach auch ein Mensch sein kann. Das erleben wir in diesem Buch sehr gut dargestellt. Ich mag die Charakterformung und ich mag auch die Entwicklung. Ich mochte auch, wo die Geschichte hingeht. Es gab Wendungen, die ich unglaublich spannend und toll fand. Auch, dass wir mehr über die Kräfte der Silbernen bzw. diese besonderen Roten erfahren. Dass wir da auch einfach praktische Beispiele erzählt bekommen, fand ich unglaublich kreativ. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Mit was ich einfach nicht kann, ist der Charakter von Mare. Ich konnte mit ihr schon im ersten Teil nicht so recht, wurde nicht richtig warm mit ihr und es geht hier einfach weiter. Ich mag sie einfach nicht. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass ich eine billige Kopie von Katniss Everdeen aus Tribute von Panem hier vor mir habe, dass sich die Autorin an ihr irgendwie ja orientiert hat, aber dann so vieles falsch gemacht hat, war all das, was man eigentlich an diesem normalen Mädchen Katniss zu schätzen gewusst hat. Und die war ja auch manchmal sehr unleidlich, macht man hier kaputt. Also Mare ist unglaublich selbstsüchtig, egoistisch, sie trifft ganz oft falsche Entscheidungen und ja, stolpert per Glück dann vielleicht dahin, dass es doch sich irgendwie noch anders wendet. Und sie ist einfach so eiskalt. Sie vergisst teilweise ihre Familie, sie fühlt keine Trauer für Leute, die ihr nahestanden. Ich finde sie unmöglich. Also all das, was Katniss Everdeen eigentlich, ich sag mal, vielleicht irgendwie naiv gemacht hat oder menschlich gemacht hat, ist bei Mare einfach nicht da. Und ich kann mit diesem jungen Mädchen oder der jungen Frau nichts anfangen. Das ist mein großer Kritikpunkt an der Geschichte, denn ich werde mit ihr nicht warm und ich kann manchmal bei ihr auch wirklich nur den Kopf schütteln und sonst wäre das eine bombastische Dystopie, wenn einfach mehr anders wäre. Und ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, wie es sich vielleicht im dritten Teil entwickelt. Ich hoffe, dass die Autorin das nicht so löst, wie ich die Befürchtung habe. Hier werfe ich nur die Bestimmung ein. Wer die kennt, der könnte jetzt vielleicht erahnen, worauf ich hin möchte. Ja, dass das im Grunde so in eine ähnliche Richtung geht, das fände ich unglaublich schade. Dennoch bin ich unglaublich gespannt, wann der dritte kommt, wie es weitergeht, wie es endet. Ich bin total neugierig, welche Farbe uns dann der dritte Band beschert. Vielleicht wird er dann komplett silbern oder blau und rot. Mal gucken. Ja, es sind hier nur Oberflächlichkeiten, aber man darf hier spekulieren. Also ich bin gespannt, ich freue mich auf die Fortsetzung. Ich fand wirklich das Buch sehr, sehr gelungen.
bis auf mehr. Und das muss ich leider einfach so sagen, weil die für mich einfach wirklich gar nicht geht, auch in einem Jugendbuch nicht. Und das ist so mein einziger Kritikpunkt. Sonst fand ich es wirklich grandios und wirklich unglaublich toll. Und ich mag auch den schnelllebigen Stil. Man hat ja das Gefühl, auf 5 Seiten passiert unglaublich eine Menge und man blättert um, es geht weiter und immer wieder, immer mehr. Und man kommt gar nicht zum Verschnaufen. Also wirklich großes Bücherkino, bis auf sozusagen die Hauptperson im Buch, weil die für mich einfach absolut nicht geht. Aber sonst tolle Fortsetzung. Hashtag Folge deinem Herzen. Von J. Fellgut ist das nächste Buch, was ich gelesen habe. Ein Buch, das mir von der Autorin selbst zur Verfügung gestellt wurde. Und wir hatten einen sehr netten und regen Kontakt. Und ich habe mich sehr gefreut, als sie mir ihr Buch sozusagen vorgeschlagen hat. Und es hat mich auch direkt vom Klappentext angesprochen. Und daher, ja, habe ich mich echt gefreut, dass es mir zur Verfügung gestellt wurde. Das Buch ist Mitte Juni diesen Jahres erschienen, kostet als Taschenbuch 9,99 €, ist auch als E-Book für 2,99 € erhältlich und hat 224 Seiten. Ja, wir haben hier Sarah, die in den USA lebt und sie möchte Tierärztin werden und ihre ganze Freizeit verbringt sie mehr oder weniger in einem Tierheim für Hunde, kümmert sich dort liebevoll um diese. Und ja, sie lebt zusammen mit ihrer Freundin Cherry in einer WG und die hat bald Geburtstag und sie steht total auf einen Vlogger. Und da gibt es eben ein Gewinnspiel von verschiedenen Vloggern und ja, sie hat tatsächlich Glück, aber gewinnt nicht das Gewinnspiel für ihre Freundin sozusagen mit diesem gewünschten Vlogger, sondern mit Big Jake, so hieß er. Und ja, sie selbst hat eine ja, sehr negative Meinung über Social Media, ganz egal ob Twitter, Instagram oder YouTube. Sie kann damit nichts anfangen, was ja, wir später ein bisschen mehr darüber erfahren in der Geschichte. Ja, sie trifft sich dann mit Big Jake zu einem Date unter der ja, Bedingung, dass eben ihr Gesicht nicht zu sehen ist und sie möglichst nicht erkannt wird in diesem Video, was er ja dann trotzdem irgendwie in seinem Vlog zeigen und machen wird. Und sie verbringen doch einen ganz amüsanten Abend zueinander. Es gibt dann einen Hundenotfall bei Jake, dessen Hund bei seiner Großmutter ist. Und ja, als angehende Tierärztin kann Sarah da natürlich helfen. Und ja, über die Hunde könnte es tatsächlich ein wenig knistern bei den beiden. Doch dann passieren so manche Dinge, die Sarah an der Ehrlichkeit von Jake und seinem Versprechen, dass sie nicht in der Öffentlichkeit stehen, bezweifeln lässt. Und ja, das könnte kein gutes Ende nehmen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir von der Geschichte unglaublich viel erwartet, weil der Klappentext mega spannend klang und ich wurde nicht enttäuscht. Ein absolutes Top-Buch. Ich mochte, wie die Geschichte aufgebaut war. Ich mochte den Schreibstil, der im Grunde in der Ich-Form der beiden Perspektiven erzählt wird. Also wir sind einmal Sarah, einmal Jake. Man weiß relativ schnell, wer man ist. Es war sehr locker, es war luftig, es war unglaublich modern. Und neben dieser Ich-Form wurden eben auch die WhatsApp-SMS-Nachrichten der beiden im Grunde mit eingebaut. Was ich total klasse fand. Ich mag solche Romane gerne, wo man eben auch den schriftlichen Dialog sozusagen von zwei Menschen einfach folgen kann. Ich habe unglaublich schnell dieses Buch gelesen, hatte dann am Ende zu Abend noch 40 Seiten und dachte mir, nee Steffi, das musst du jetzt gar zu Ende lesen. Ich war so gepackt und gebannt von dieser Leichtigkeit und gleichzeitig war es unglaublich gefühlvoll. Es war wirklich so auf den Punkt und es war unglaublich spannend und hat mir unglaublich gut gefallen. Ich weiß, es war jetzt ganz viel unglaublich, aber ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe eine Erwartung gehabt und die wurde auch noch übertroffen und ich hatte mehr oder weniger das Gefühl, ich habe hier einen Colleen Hoover zum Beispiel in der Hand, der mich ja auch so fesselt und packt und alles an Gefühlen hat. Man kann lachen, man hatte Tränen in den Augen, es gibt eine unglaublich dramatische Szene mit einem der Hunde und man sitzt ja nur so da und denkt sich, oh nein, oh nein, ich will, dass es gut ausgeht und man hofft und bangt mit den Protagonisten und das war ganz, ganz toll. Auch die Liebe zu den Hunden und diese Gemeinsamkeit, die eben Hunde lieben, haben können, ist hier wunderbar herausgekommen und ich bin zwar, ich sage jetzt mal eher eine Katzenmama sozusagen, aber ich mag natürlich auch Hunde und konnte da einfach mitfühlen und mitgehen und habe das verstanden und es ist einem so nahe gebracht worden und auch dieses Vlogger-Sein, was ja doch jetzt, ich sag mal, irgendwie sehr modern ist und jeder hat ja gefühlt einen YouTube- und einen Vlogging-Kanal und das war einfach so echt und realistisch.
realitätsnah. Man hat sich das selbst eben als Vlogger, als Videomacher wiedererkannt. Und ich fand das einfach toll. Und mir hat einfach diese moderne, spritzige Sprache gefallen, die hier verwendet wurde. Und ich bin wirklich total perplex gewesen. Ich habe dieses Buch zugemacht und mich eigentlich geärgert, dass ich es dann doch so schnell verschlungen habe und dass es nur so wenig Seiten hatte. Und dachte mir, oh, ich will mehr, ich will mehr. Und es war wirklich grandios. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Buch, ein absolutes Monatshighlight, schon so Beginn des Monats. Und ich bin wirklich begeistert und kann es absolut jedem empfehlen, der eben gerne so etwas liest. Und auch der Titel mit diesem Hashtag Folge deinem Herzen, mit dem hat es natürlich etwas auf sich. Und das macht einfach Spaß. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und ja, voller Begeisterung würde das Buch von mir alle Punkte bekommen, die es in irgendeinem Bewertungssystem gibt. Und ich bin einfach happy, ich bin begeistert und kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen. Und ich finde wirklich, jeder, der Bücher mit Tiefgang und Witzigkeit und Spritzigkeit und Lebendigkeit lesen will, der muss hier zugreifen, weil das wirklich bombastisch gut war. Und dann ist ganz frisch herausgekommen im Juli Love from Paris von Alexandra Potter mit dem Untertitel Die Stadt der Liebe verzaubert Herzen. Erschienen am 18. Juli im Goldmann Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt als Taschenbuch 9,99 € und als E-Book 8,99 €, hat 480 Seiten. Ja, unsere liebe Ruby, die wir in diesem Buch kennenlernen, führt eine Fernbeziehung mit dem Amerikaner Jake. Sie kommt selbst aus England und er versetzt sie kurz vor ihrem Geburtstag mitten am Flughafen, wo sie ihn eigentlich abholen möchte, und erzählt ihr, dass er irgendwo nach Südamerika muss, um da irgendwelche Häuser für Arme zu bauen. Sie ist natürlich sehr enttäuscht, sehr sauer und sie gehen auch nicht gerade freundschaftlich am Telefon, gar liebenswürdig miteinander um. Und Ruby entscheidet sich dann nach einem Gespräch mit ihrer guten Freundin Harriet, dass sie zu ihr nach Paris fliegt. Harriet lebt schon einige Jahre, Monate irgendwie dort, hat da Fuß gefasst, ist auch beruflich dort schon gut in Schuss sozusagen. Und ja, so fliegt sie samt Hund nach Paris, um dort eben ja die Stadt zu entdecken und eben ihre Freundin nach langer, langer Zeit mal wiederzusehen. Und in Paris angekommen, ja, gibt es einen etwas verwirrten Auftritt von Ruby, die sich bei einer Hausbesichtigung als Harriets Assistentin ausgibt oder ausgeben soll, also schon mit Harriets Erlaubnis. Denn sie gucken sich ein Haus an von einer Frau, die gerade gestorben ist und von denen die Erben nie was gewusst haben, dass es diese Wohnung in Paris gibt. Und die Wohnung ist auch schon über 70 Jahre im Grunde leerstehend, beziehungsweise ist selbst die Besitzerin nicht mehr in diese Wohnung gegangen. Und Ruby und Harriet fragen sich da natürlich, was hat es mit der Besitzerin auf sich, was hat es mit dieser Wohnung auf sich. Und Ruby findet in der Wohnung Liebesbriefe aus den End-30ern und sehr romantische Briefe von einem gewissen H, und sie sind eben an die tote Besitzerin der Wohnung sozusagen geschrieben, und so beginnt natürlich die Suche nach der Geschichte hinter den Briefen. Wer ist H, was hat es mit der Besitzerin auf sich und wie kann Ruby ihr Liebesleben vielleicht noch retten? Und diese Irrungen und Wirrungen sind eben in Paris, und es macht erstmal unglaublich viel Spaß, hier in Paris unterwegs zu sein. Man hat wirklich das Gefühl, man ist vor Ort, es wird wunderbar beschrieben, man hat eine tolle Atmosphäre, man hat ein tolles Setting und man geht eben auch in Ecken von Paris, die man so aus dem Fernsehen kennt. Ich selbst war noch nicht dort und sie sind einfach toll beschrieben. Also ich mag wirklich, wie es Alexandra Potter schafft, die Gegend einzufangen, die Umgebung wunderbar rüberzubringen und deinen damit wirklich zu begeistern. Und das hat sie absolut geschafft, auch mit dem Protagonisten. Ich mochte Ruby von den ersten Seiten an. Ich fand sie wirklich toll, ich fand sie tough. Ich habe verstanden, dass sie traurig ist. Ich habe verstanden, warum sie neugierig war, was es mit diesen Briefen auf sich hat. Ich mochte Harriet, die Freundin in Paris. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, dieser etwas wirren und chaotischen Person zu folgen. Ich mag auch die Nebencharaktere, gerade dann den Anwalt, auch eigentlich den Geliebten sozusagen ja von Ruby, wo natürlich so manche Irrung und Wirrung passiert ist. Und ich mag es wirklich, wie die Charaktere gezeichnet wurden, die haben Tiefgang und man hat einfach das Gefühl, sie sitzen neben einem und erzählen einem die Geschichte. Das finde ich ganz, ganz toll. Das schafft Alexandra Potter in den meisten ihren Büchern wirklich sehr, sehr gut und schafft sie eben auch in diesem Buch. Und was wirklich auch herausragend besonders ist, ist hier wirklich die Sprache der Briefe, die sich wirklich anfühlen, als hätten sie Leute aus den 1930ern geschrieben. Sie sind wunderbar kitschig und dennoch höflich und wie man es eben so kennt, wenn da so um Frauen geworben wurde. Und ich finde das einfach toll. Und auch das Geheimnis, wenn es sich da
dann lüftet von dieser Wohnung, von der, die im Grunde da gelebt hat, finde ich unglaublich romantisch. Und es war schon fast einen Touch zu kitschig, aber es hat einfach perfekt gepasst. Es war nicht irgendwie gestellt oder hat komisch gewirkt, sondern es hat einfach perfekt in die Geschichte gepasst. Und es war rundum eine wunderbare Geschichte. Und natürlich ist dann auch noch ein bisschen Liebe zu Büchern in die Geschichte eingeflossen. Wir gehen in so manche Buchhandlungen und eben auch dieser Haar hat ein Geheimnis mit Büchern und ach, das ist einfach wunderbar. Also ich fand es unglaublich toll. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es hat mich wirklich begeistert und war für mich wirklich so der perfekte Frühlings-Sommer-Roman, wenn man so möchte. Wir sind zwar im Sommer, das Wetter ist ja aber eher herbstlich bzw. frühlingshaft. Ich fand es toll. Ich habe es unglaublich gern gelesen und man wollte auch gar nicht aufhören zu lesen. Es hat mich wirklich begeistert, gefesselt, umgepackt. Und ich mag zum Beispiel auch ein Zitat, was ich herausgeschrieben habe. Bücher sind nicht zum Behalten da. Sie sind da, um gelesen zu werden. Geschichten sind kein Besitz. Sie sind dazu gedacht, von einem Menschen zum anderen weitergegeben zu werden. Und ja, vielleicht sollten wir uns dieses Zitat einfach so als Ratschlag für unser eigenes Leben nehmen, die wir ja doch mehr dazu neigen, Bücher im Grunde zu horten und zu sammeln. Und nicht nur die Liebe zu Büchern innerhalb der Geschichte, sondern die ganze Geschichte war wirklich perfekt und wunderbar und hat mir großen Spaß bereitet. Bei Psira handelt es sich um den vierten Band der unwandelbaren Reihe von Laura Labers. Und ja, seit Mai lese ich diese Reihe in einer Leserunde und mir wurden hier alle 5 E-Books von der Autorin zur Verfügung gestellt, also eins nach dem anderen, beziehungsweise Teil 4 und 5 wurden mir jetzt im Gesamtpaket zugeschickt. Das Buch hat 322 Seiten, ist letztes Jahr im August erschienen, kostet als Taschenbuch 12,99 und als E-Book 2,99. Und wir sind hier weiterhin rund um der Welt, ja, der Pharos, der Hydra, der Gestaltwandler und eben Rayna und ihren Freunden Felicity. Wir treffen wieder auf Caden, auf Lace. Wir erfahren viel mehr um diese Welt, um die es geht im vierten Band. Und wir erfahren eben auch was über die Psira. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel zum vierten Band erzählen, sondern tatsächlich einfach so über die Eindrücke, die ich hatte. Denn ich denke, spätestens wenn die Reihe rum ist, wird es bei mir da auch ein Komplett-Video geben. Aber es ist natürlich blöd, irgendwie was aus dem vierten Band zu erzählen. Man spoilert da halt gegebenenfalls tatsächlich die, die vielleicht mit der Reihe gerade erst angefangen haben oder es noch wollen. Die Geschichte geht genau dort weiter, wo der dritte Band aufgehört hat und das mag ich sehr gerne bei Fortsetzungen, wenn da nicht erst noch vorgegriffen, also zurückgegriffen wird, beziehungsweise einfach eine Lücke entsteht, die nicht erklärt wird. Und der dritte Teil hat ja doch mit einem recht gemeinen Cliffhanger geendet und so fand ich es natürlich toll, direkt weiterzulesen. Man ist wirklich innerhalb von 3 Seiten in der Geschichte drin. Man hat wieder die Gefühle, mit der man im Grunde die dritte Geschichte verlassen hat. Man fällt direkt wieder in Spannung, man sitzt manchmal sprachlos vor dem Buch, man hat gefühlstechnisch erlebt man alles in dieser Geschichte von himmelhoch jauchzend über Spannung, über Traurigkeit, über schockiert sein, über die Wendungen, die es gerade jetzt auch im vierten Band gegeben hat, mit denen ich nie gerechnet hätte und wirklich teilweise dachte, das geht nicht, das kann sie nicht machen. Also unglaubliche Gefühle und es ist wirklich gefühlt, auf jeder Seite passiert etwas und es ist ein unglaubliches Tempo, es ist lebhaft, es ist bildhaft, man hat da wirklich wie einen Kinofilm im Kopf und man ist einfach mittendrin. Also ich mag besonders jetzt auch im vierten Band die Entwicklung von Rayna, mit der konnte ich ja in den vorangegangenen 3 Bänden nicht so viel anfangen, was der Geschichte jetzt nicht den ganz großen Abbruch gegeben hat, war einfach die kreative Geschichte und diese Erschaffung der Welt so besonders gelungen sind. Aber Rayna ist für mich immer so, wo ich dachte, mit der, die konnte ich nicht greifen, mit der konnte ich nicht viel anfangen. Und die Entwicklung hier gefällt mir sehr gut. Also, dass es wirklich sehr realistisch ist, was ihr passiert ist, dass das eben auch Auswirkungen auf ihren Charakter hat, auf ihren Körper, auf ihren Geist. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat Laura Labers unglaublich gut geschrieben, eingebaut. Es gibt mittendrin mal einen Teil, wo wir auf Reisen gehen. Auch dieser kleine Roadtrip, der so ein bisschen zum Verschnaufen war, aber es war wunderschön beschrieben. Man hatte wirklich den Eindruck, man reist hier durch diese Länder, man ist auf der Suche nach etwas und man ist dabei. Und
Ebene fährt, dabei so viel vom Drumherum eben auch durch die anderen Pharos, die sie da eben kennenlernt. Und ich mochte das unglaublich gerne. Ich finde wirklich, der vierte Band ist bisher wirklich der stärkste Band. Und ich hoffe jetzt, dass der fünfte ihn gar toppen kann. Ich bin unglaublich gespannt, wie es da weitergeht, weil einfach jetzt so alles zusammenkommt. Also man merkt eben, ja, alles sind jetzt irgendwie positioniert und man hat jetzt so Hoffnungen, wie könnte es weitergehen. Auch Befürchtungen, dass jetzt, wenn etwas vielleicht relativ gut gelaufen ist, ja, könnte das im fünften Teil nochmal irgendwie durcheinander gebracht werden, was natürlich sehr, sehr schade wäre. Und ja, man spürt eben auch in der Geschichte, dass so nichts sicher ist. Also es sind schon so viele, ja, im Grunde Wendungen, Plottwists passiert, mit denen man nicht gerechnet hat, wo man dann, oh, die werfen die ganze Geschichte durcheinander. Und das macht Laura Labers, es fühlt sich so selbstverständlich an. Also wie wenn es tatsächlich einfach so gewesen wäre, wisst ihr? Also manchmal passiert ja im Leben auch Dinge, die einfach passiert sind, ohne Erklärung. Und so fühlt sich die Geschichte eben von Laura Labers auch an. Und ich mochte den vierten Teil unglaublich gerne und ich denke, dass ihr bestimmt in dem Video jetzt für Juli auch noch den fünften Band sehen werdet, weil ich glaube, den werde ich jetzt ziemlich zeitnah dann auch lesen, weil ich jetzt unbedingt auch gar wissen möchte, wie es ausgeht und weitergeht, auch wenn es dann natürlich Abschied nehmen heißt, weil dann natürlich die Geschichte vorbei ist und man sich von der Welt verabschieden muss. Aber ja, Abschied muss eben manchmal auch sein. Bisher wirklich eine ganz, ganz gelungene Reihe und wer jetzt noch nicht ja, im Grunde mal da hingeguckt hat und sich da mal gedacht hat, ob das was für einen ist, spätestens jetzt, nach dem vierten Band, muss man echt sagen, es ist eine hochkarätige Reihe und es ist echt unglaublich, dass sie eine Self-Publisherin ist. Ich glaube, jetzt ihr nächstes Buch erscheint im Drachenmond Verlag und also so eine hohe Qualität trifft man tatsächlich selten bei Self-Publishern und macht einfach Spaß, dass man das im Grunde entdeckt hat. Und ja, ich danke natürlich auch Laura Labers für die Leserunde, dass ich so auf sie aufmerksam wurde. Und ja, ich denke, bei Teil 5 gleich werdet ihr noch ein bisschen mehr von mir hören. Also wirklich große, große Empfehlung dieses Buches, dieser Reihe und gerade diesen Bandes, der mich wirklich begeistert hat. Und das war sie nun, die erste Hälfte meines Lesemonats. Ja, als Highlight auf jeden Fall Hashtag Folge deinem Herzen. Ein wirklich wunderbares Buch, das mich total überrascht hat, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Und der Flop war definitiv von Paige Toon, Sommer für immer, was ich unglaublich schade fand, weil ich mich so auf dieses Buch gefreut habe. Ja, und schon hier hat man gesehen, dass zumindest ein Buch meiner To-Read-Liste abgehakt wurde, nämlich Psyra. Das hatte ich mir ja vorgenommen und auch Sommer für immer waren ja Bücher, die ich mir vornehmen würde. Also es sind im Grunde zwei von den fünf Büchern. Und ob ich die anderen drei Bücher aus meiner Want-to-Read-Liste sozusagen geschafft habe, erfahrt ihr dann natürlich im zweiten Teil, der dann, denke ich, in der nächsten Woche kommen wird. Ich werde ihn jetzt im Anschluss direkt drehen und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Wenn er schon erschienen ist, packe ich den Link natürlich auch in der Infobox, solltet ihr das Video vielleicht jetzt auf den zweiten Teil warten, um dann beide Teile hintereinander zu gucken. Wie auch immer, ihr werdet, wenn das Video da ist, dann natürlich auch den Link in der Infobox finden. Auch alle Kanäle und sonstige Infos findet ihr unten. Und ja, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht, der Lesemonat, der erste Teil des Juli. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch ja auch gelesen oder auch wie euch die Videoabschnitte gefallen, ob euch das so vom Format her weiterhin gut gefällt. Also mir persönlich macht das ja wirklich einen Riesenspaß, dann auch nochmal beim Schneiden nochmal so zu sehen, die Eindrücke der Bücher. Und ja, macht mir wirklich großen Spaß, auch sie so kurz zu drehen, weil so 5 Minuten hat man einfach immer und ja, so hat man dann ein buntes Bild über den ganzen Monat hinweg. Und nun danke ich euch fürs Zusehen, wenn ihr wollt. Sehen wir uns natürlich beim nächsten Video. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.